herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Zippy hat seinen Schwarzmüller-Kühler weiter geupdatet. Das zeige ich euch jetzt hier mal. Anhand. Guck mal hier, die Achsen allein schon hier, ne? Da haben wir hier zum Beispiel. Da sind beide geliftet. Hier haben wir eine geliftet. Und hier ist dann die in der Mitte geliftet. Cool, oder? Ist jetzt hier mit dabei. Und da gibt es aber noch mehr. Nämlich, ich zeige euch das jetzt hier mal. Wir hatten ja gesagt 222 Slots. Dann haben wir 226 Slots. Die sind dann hier. Hinten noch nichts. Dann haben wir 234 Slots. Wir haben 248 Slots. Wir haben 66 Slots. Und dann Standard. Ne? Ja. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier alles voll zu pflastern bis zur Vergasung. Wahnsinn. Hier bei den Palettenkasten und so gibt es noch nichts. Da ist noch nichts passiert. Ist aber auch nicht so schlimm. Und hier ist auch noch nichts passiert. Ich mache das jetzt hier einfach mal so sporadisch. Und hinten ist jetzt hier auch noch nichts passiert. Aber es ist jetzt hier, sind auf alle Fälle relativ viele Slots. Jetzt aber viele Slots hinzugekommen und oben funktionieren auch diese Lampen wieder, wie ihr hier sehen könnt. Hier sieht man die Slots und oben ist die Textur auch wieder mit dabei. Ich gehe mal davon aus, dass dann in naher Zukunft hier hinten auch wieder Slots kommen werden, aber da warten wir einfach mal ab. Ich werde das jetzt mal hier zurecht friemeln, weil es echt viel ist und ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen, oder? Wie man hier die ganzen Slots setzt, das glaube ich, wisst ihr selber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das alles mal fertig gebastelt. Das wollte ich euch hier jetzt mal ein bisschen ersparen, weil es dauert ja ewig, bis man die ganzen Punkte mal gesetzt hat. Ich habe es eh nicht alle Punkte gesetzt, weil da wirst du bekloppt. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich habe hier immer sogar einen ausgelassen hier. Immer einen ausgelassen, sonst wäre das zu viel. Ne? Das ist, da kann man es nochmal sehen. Habe jetzt hier ausgelassen, weil sonst, du wirst hier nicht fertig. Aber nichtsdestotrotz ist es auch gut, weil ihr habt dann die freie Wahl, hier so viele Punkte zu setzen, wie ihr wollt. Hier kann man es nochmal sehen, 118, 222, 26, 34, 48 oder halt sporadische 66 Slots. Ne? Also wenn ihr hier wirklich die ganzen Punkte setzt, das Ding, das leuchtet, das siehst du von 10 Kilometer Entfernung. Wahnsinn. Genau. Das nochmal so zum Zeigen. Jetzt zeige ich euch noch den Nacht- Lichttest. So, jetzt hier nochmal der Lichttest. Hier könnt ihr selber sehen. Die ganzen Punkte, die ich so gesetzt habe. Und ich hätte ja, wie schon gesagt, noch viel mehr setzen können. Ist schon enorm viel hier, ne? So, dann kommen wir aber ganz flink zum Fazit zu Zippys Schwarzmüller Slot Mod. Hat er mir jetzt zukommen lassen. Jetzt muss ich erstmal schon auf die Autobahn rauf, weil sonst kriege ich hier nicht gebacken. Oh, jetzt ist ja noch Ampel rot. Also, wir haben, was habt ihr denn alles zur Verfügung? Ihr habt 118 Slots, 222, ihr habt 226, 234, 248 und 66 Slots nun zur Verfügung. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Der ein oder andere mag sagen, na, was will ich denn damit? Ich finde es gut, denn ihr könnt jetzt hier eure Slots genau so setzen, so wie ihr euch das halt gerne vorstellt. Ne?
Ich habe es jetzt einfach mal so sporadisch gemacht. Und ja, einfach mal so just for fun halt. Ob das jetzt gut aussieht, ist jetzt mal dahingestellt. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber boah, ihr habt halt zumindest die Möglichkeit, und darum geht es ja, ne? dass ihr einfach mehr Slots setzen könnt, wie halt original vorgegeben ist. Oder ja gut, vorgegeben ist ja hier gar nichts vom Schwarzmüller, das ist ja schon dran. Aber wir wollen halt alle immer selber gerne irgendwo was ranschrauben, wegschrauben, hinschrauben. Und deshalb dieser Mod. Natürlich ist in dem Update nicht nur diese Slots mit dabei, sondern auch dass diese Liftachsen. Habt jetzt drei verschiedene zur Auswahl, beziehungsweise zwei mehr. Das finde ich auch ganz gut. Ich habe jetzt hier mal die, sieht man jetzt hier nicht, was dunkel ist, dass die mittlere unten bleibt und die erste und die letzte nach oben ja, hochgeht. Ne? Aber habt ihr gesehen, gibt es drei verschiedene Liftachsen jetzt hier dazu. Finde ich auch ganz cool. Das ist mal was anderes. Ne? Ansonsten sehr schöner Mod. Hinten die Lampen umgehen auch wieder. Wurde gefixt. Hier, die da oben. Das läuft auch wieder ohne Probleme. Ja, mehr gibt es hier nicht hinzuzufügen. Habt ihr noch Fragen, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, wie immer. Ansonsten Daumen da lassen und natürlich ein Abo für den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Schwarzmüller Slot Mod. Und ja, in diesem Sinne wie immer, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.